Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ich bin der Baume und ich kann gerade einfach nicht die Finger von diesem Spiel lassen. Ich muss auch vorwärts kommen, habe ich zumindest das Gefühl. Ich würde gerne ein bisschen Dinge tun. Unter anderem hier diese Riddler-Trophäen. Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis Dent sich blicken lässt. Dent? Dent lässt sich nicht blicken. Der war kurz da, ja, hat mal Hallo gesagt, aber ist dann gleich freiwillig in den Knast gesprungen. Wir haben noch so viele Feuerwälle, ne? Bums! Aha! Karate-Kick! Nein, das würde Batman niemals sagen, ist ja peinlich. Batman würde wahrscheinlich noch kurz um die gefallenen Bretter trauern. Santa Prisca, Mann. Sie hätte nicht mit Braun werfen. Ich habe ihr gesagt, das ist zu gefährlich. Da. Holla, holla. Es rumpelt ja wirklich ganz schön hier. Das ist die Ivy. Glaube ich zumindest. Boah, Alter. Wie lange dauert es, bis dieser Knoten erst geladen ist? Hallo. Warte mal, was sehe ich denn da hinten? Sind das Barrikaden? Nee, doch, da ist doch irgendein rotes Licht. Ich werde da mal gucken. Alter, dieses Rumpeln und Rumpeln, dass hier irgendwas im Gange ist, macht mir Angst. Wir haben hier etwas geweckt, was wir nicht hätten wecken dürfen, aber es ist der einzige Weg. Ohne Ivy wird das ja alles nichts. Werden wir alle sterben. Oder zumindest erstmal werden wir wahnsinnig viel Angst haben und uns dann alle umbringen. Kannst kommen. Ist auch nicht sehr viel geiler als sterben. Erwarten, dass man sogar ein bisschen schlimmer. Stehen. Ja, und dann stehen wir uns gegenüber. Sagen uns Hallo. Mensch. Schicke Klamotten. Und er so, interessantes Cape. Hast du nicht Angst, dass du damit mal irgendwann irgendwo hängen bleibst? Nicht so, ich glaube, ich habe eine Bombe auf der Straße gesehen. Wir hätten abhauen sollen, als wir es noch konnten. Schon ein paar Mal passiert, war sehr peinlich. Ja. Ich bin aber ein bisschen happy, wenn ich die Dinger treffe, so ganz ohne Fadenkreuz und alles. Oh ja, nach der Folge muss ich das machen. Mein Hals, in der Stadt. Mein Hals. Alles zerrieben und zerkaut. Alter, das Gerumpel von den Wurzeln. Geht doch nicht klar. Ivy, was machst denn du nur? Können wir mit dir ein Wörtchen reden? Ist hier nicht die Hauptquest irgendwo? Ich soll doch diese seismischen Aktivitäten untersuchen. Ich kann es doch immer wieder sagen. Erwarten, dass Scarecrow diesen Mist freisetzt. Es steht noch gar nicht fest, dass es Ivy ist. Sonst würden wir direkt zu ihr gehen und mit ihr reden. Ah, ich wette, am Ende stellt sich sowas raus wie, das ist ja doch die Ivy. Die arbeitet ja gar nicht an dem Gegenmittel, sondern untergräbt die ganze Stadt mit ihren Würzelchen. Das da drüben hatte ich schon mal probiert in der Aufnahmesession, von der mir leider der Speilstand versagt. Was, sollen wir uns die ganze Nacht lang von Scarecrow belehren lassen? Wen belehrt er? Der sagt doch gar nichts. Der Riddler erzählt viel mehr. Viel mehr. So, das hier habe ich schon mal gemacht. Bekam ich aber nicht weiter, komischerweise. Denn, wir sollen ja so Leute mit dem Batarang schlagen. Und den muss man erstmal elektrisch aufladen. Und ich habe hier nirgendwo... Ich habe hier nirgendwo Strom gefunden. Komischerweise. Ich drehe jetzt nochmal eine Runde mit dem Batarang, bevor ich mich auf das Ding stelle. Fuck. Das war Quatsch. Ja, kam plötzlich Gegenwind. Wo kriegt man denn hier nur die Überspannung her, mit der man den Batarang auflädt? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe hier nichts gesehen. Das haben sie sehr gut versteckt. Ich habe auch wirklich schon an allen möglichen Stellen gesucht. Da oben? Leuchtet hier was? Nee, das reflektiert nur. Dass das grün leuchtet, hat nichts zu sagen, oder? Wo hat der Arkham Knight Batman schon erwischt? Der redet doch nur! Und ich will hier ehrlich gesagt auch nicht meine Zeit verplempern. Ich habe gerade so einen guten Run. Da mache ich lieber weiter, weil ich habe das Gefühl, vielleicht werden hier diese Wurzeln, die gerade tektonisch am Arbeiten sind, irgendetwas aufreißen. Dann geht hier eine Leitung kaputt und dann ist da Strom. Und das ist halt eben jetzt noch nicht der Fall, aber später. Puh, warum dreht er denn immer um? Ich wette, mit diesen Miliztypen werde ich fertig. Mhm.
Mit denen wirst du ganz bestimmt fertig. Aber mit ihren Drohnen nicht. Was ist das? Achso, eine Lampe. Nix vom Riddler. Gott sei Dank. Alter, das ist so unglaublich. Nicht zu glauben, dass die Fledermaus mit Ivy arbeitet. Die hat mich im Assault in meiner Gehirnwäsche unterzogen. Ja klar, es ist ein Computerspiel. Aber ich meine, das wie die Erde hier bebt, als würde gerade Godzilla ankommen. Dieses Rumpeln, was dem Beben noch vorausgeht. Dass sich wirklich da irgendwas durchs Erdreich schlängelt. Banküberfälle? Was glauben diese Gangster, was das hier ist? Ah, hier stand ich schon mal bei dem Rätsel. Da waren die Roboter aber noch nicht da. Oh. Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Oh, diese Auffächerung von Möglichkeiten. Warte mal, nee. Der darf einfach nicht mitmachen, weil der aktiv ist. Da stehen ja drei von diesen roten rum. Gut. Warte mal, komm ich da von hier aus ran? Sauber. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hier Lurche. Hm, geschickt. So, da drüben ist noch eine Trophäe. Ach, jetzt könnt ihr auf einmal schießen. Mir soll's wurscht sein. Ich bin weg. Gut, können wir hier bitte weiter, danke. Ach ja, und den Scanner anwerfen. Baume, such doch bitte nach den Feuerwehrmännern. Das wäre sehr nett. Gut. Hätten wir das? Wo geht's als nächstes hin? Haben wir überhaupt noch ein paar Riddler-Trophäen? Oh ja, hier ganz hinten. Da sind auch noch zwei. Komm, dann stöbern wir noch mal ein bisschen durch die Stadt. Oder nee, erstmal nach hier hinten. Erstmal nach da hinten. Hä? Aber du solltest doch fliegen. Naja, ein Glück hast du ein kleines U-Boot in deinem Anzug versteckt, oder was war das gerade? Da ist leider eine Lampe im Weg. Hallo? Hallo? Das ist jetzt doof. Schade. Also bin ich doch nicht unaufhaltbar. Lampen, Junge. Lampen. Lampen sind echt miese Dinger. Mach diesen Freak! Macht mir nicht so eine Angst. Ich krieg immer Angst, wenn ich Angst hab. Weil ich Angst hab. So. Was schwirrt denn da oben rum? Alle bewaffnet? Man kann sich Hilfe holen, so viel er will. Das hier kann nur auf eine Weise enden. Und er wird es nicht verhindern. Ich hab da aber so ein paar Ideen. Du kriegst einen Schlag. Du kriegst einen Schlag. Okay, das heißt, die beiden in der Mitte wird es schon mal zerreißen, sobald sie mich sehen. Verleitet da einfach runter zu hopsen und den Hinterrücks auszuschalten, aber machen das ein bisschen anders. Er ist ausgerastet, nachdem wir den Raketenwerfer verloren haben. Wenn er durchdreht, kann ihn nichts mehr aufhalten. Das da kann man ist nur beten, dass man nicht in der Nähe ist.
Spuren rufen! Und vielleicht ist explodiert! Was ist das? Hier drüben, ich habe einen gefunden, er ist verletzt! Wo befindet ihr euch? Hier drüben! Kommen die anderen jetzt? Ja, okay. Das stinkt doch förmlich nach Batman. Meinst du erst hier? Wer soll es denn sonst sein? Der Boss hat gesagt, er würde versuchen, einen nach dem anderen auszuschalten. Er hatte recht. Wo zur Hölle versteckt er sich? Könnte überall sein. Zwei weniger. Lasst euch nicht auseinandertreiben. Achtet auf die Flanken. Schaut nach oben und nach unten. Erst schnell. Was ist mit dir passiert? Da oben ist der Letzte. Der andere zählt nicht, der ist schon bewusstlos, der weiß es nur noch nicht. Ist er okay? Sieht er etwa okay aus? Es ist Bett. Was? Findet sie sofort! Nicht schlecht, nicht schlecht. Das lief gut. Wie aus dem Bilderbuch. Wahnsinn. Die letzten Male lief es doch eher suboptimal. Ah, so ein Dings. Knicknack. Finde ich ja gut, dass er da nicht mehr sein Batarang reinjagt. Das sah ja mal aus, was ich die Hand verstümmeln möchte. Hat mir ein bisschen Angst gemacht. Oh Gott. Diese Joker-Gesichter überall. Furchtbar. Furchtbare Dinger. Dahin! Eine Riddle-Diddle nach der anderen Riddle-Diddle. Ivy und die Fledermaus arbeiten zusammen wie die besten Freunde. Wie lange das wohl hält? Ja, wenn's nicht hält, dann helfen wir halt mit U nach. Wohin? Wo lang? Hier gerade hoch? Ach ja. Die Sicht einschalten. Ganz wichtig. Gucken. Feuerwehrmann. Irgendwo. Ist da drüben los. Mensch, habt ihr diese Pflanzen gesehen? Die Ivy übernimmt die ganze Stadt. Und die Fledermaus lässt es zu. Ist ja irgendwie ulkig. Tja, ihr merkt es doch selber. Wenn ihr nichts dagegen machen könnt, was soll ich denn... Was ist da? Oh. Oh. Ich dachte eigentlich wegen den Geschützen eher, aber oh. Okay, ich gehe zu, das war ein bisschen gestelltes Überraschen. Ich wusste, dass es das Ding gibt, aber das waren so in etwa die Gedanken, die ich hatte, als ich es wirklich das erste Mal gesehen hatte. Der ist schon was Besonderes. Sonst hätte ihn Scarecrow wohl auch nicht mit an Bord geholt. Überleg mal, die hätten tatsächlich jemanden gefunden, der Batman schlagen kann. Man weiß nie. Könnte unsere Glücksnacht sein. Aber wenn hier ein neuer Batman in der Stadt ist, da hätte ich als Gauner eher ein bisschen Schiss. So, ich weiß ja schon, wie es geht. Du wirst mich bereuen, ich hatte es ja schon mal gemacht. Da ist nämlich das Ding für die Tür. Und mit der Tür öffnen sich uns neue Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sind wichtig für eine andere Riddler-Trophäe, die wir sollten mal deine später noch holen werden. Raustesten. Übertrieben, Batmobil, übertrieben. Du solltest eigentlich... Weißt du was? Nein. Nein, schäm dich, pfui. Wir machen das jetzt bitte nochmal. Und dann bitte ohne Ruckelparty. So, weißt du? Hier pennt keiner auch nur eine Sekunde. Batman, zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Was ist denn nur los mit dir, dass du dich... Du wirst noch bereuen, dich uns widersetzt zu haben. Ah, Mann, jetzt ruckelt's und bla und scheiße mit Gedöns, bla. So, ich will doch nur hier auf den Platz, verdammt. So. Jetzt probieren wir es bitte nochmal mit dem Batmobil und dieses Mal fährst du nicht einfach hinten wieder runter. Leute wie dich auszuknipsen. Wie es durch die Gegend dirbt. Das meinst du nur gut. Das hört ja nur aufs Wort. Nur der Papa ruft, oh, ganz schnell. Ich hab eben Bruce Wayne persönlich vorbeifahren sehen. Das ist zum Beispiel auch Quatsch, dass die den haben persönlich vorbeifahren sehen. Eins. Er rennt mir doch nicht vor die Linse, Mensch.
ne? Und die letzte. Ich hatte da über Jobs etwas an Akku mit so einem Typen namens Barrera. Der wusste, ich hab eine Pistole. Bringt. Du hast keine Pistole. Knickknack. Schön. Geschafft. Batman! Hier drüben! Ja, ich weiß. Du bist gerettet. Darfst dich freuen. Da waren es nur noch zwei. Erstmal anfassen hier. Ja, okay, ist der echt? Bilde ich mir den nur ein? Scheint echt zu sein. Gott sei Dank. Ich habe dir die letzten 20 Minuten zugehört, wie sie geplant haben, mich zu töten. Es fehlt nur noch einer von ihrer Einheit. Gott sei Dank. Einer? Was ist mit dem Chief? Immer noch verschwunden. Ach, der auch. Verdammt. Also doch zwei. Du sag ich denkst, doch. Der ist okay, oder? Nein. Ich finde ihn. Keine Sorge. Die wollten uns unsere Jobs wegnehmen. Er kämpfte. Gab uns Hoffnung. Die Planen schon. Er hat sich sogar Zeit für die ganzen Brandopfer genommen. Erst letzte Woche habe ich ihn mit einem Kerl gesehen, der schlimme Narben an seinen Händen und im Gesicht hatte. So einer, bei dem die Leute gewöhnlich die Straßenseite wechseln. Der Chief hat ihm damals geholfen. So ist er eben. Selbstlos. Warten Sie hier. Ein Polizist wird Sie zum GCPD bringen. Schlimme Narben an Händen und im Gesicht. Fuck it, Alter. Das war Firefly, den er da geholfen hat. Wettig. So, komischerweise. Jetzt, wo wir das Tor hier aufgemacht haben, können wir mit unserer Möhre auch nochmal hier rüber gurken. Hui! Was war denn das für ein Purzelbaum? Unglaublich. Dad und ich kamen nach Gotham, da war ich vielleicht 15. Ich wollte Batman sehen. Lustig. Ich dachte gerade, ich hätte da schon wieder einen Joker rumrennen sehen. So, jetzt fahren wir nochmal in die Ecke, denn hier hinten war noch was markiert. Warte mal, markiert es eigentlich die Dinge? Ja doch, tatsächlich. Es markiert mir diese Dinge. Falscher Knopf. Hat dir mein mechanisches Exoskelett gefallen? Ja. Löse meine Rätsel und du wirst es wiedersehen. Ja, du wirst es dir sehr genau ansehen können. Ich werde das schon genau in Augenschein nehmen, während ich es Stück für Stück auseinandernehme. Keine Sorge. Ich merke mir die Einzelteile und baue die dann später wieder zusammen. Und du wirst der Kleber. Soll ich da wirklich rüber? Na, mach doch mal einer den Baum weg. Danke. Der ist nämlich im Weg. Ich brauche Anlauf. Hast du diese Knarre schon gesehen? Ja. Wie haben sie das alles bezahlt? Okay, das sieht ja gerade nochmal gut rüber. Ah ja. Da. Üben. Wir sollten von hier verschwinden. Scarecrow hat was vor, das merke ich. Ach, der hat was vor. Das merkst du. Das merkst du aber schnell. Denkst du echt, Scarecrow hat was geplant für heute Nacht? Wirklich? Und bestimmt irgendeine Kleinigkeit. Eine Überraschungsparty oder so. Hat irgendjemand einen Geburtstag? Ich glaube nicht, dass Scarecrow was geplant hat. Das ist eher so ein... Das war ich bestimmt alles spontan. Ich hab gehört, Gasmasken helfen nicht, weil das Toxin zu stark ist. Geht's denn hier weiter? Ach, da unten auf dem Boden. Oh Gott. Hatte ich das schon erzählt von den Gasmaskenbrechern? Was auch immer heute Nacht passiert, Jungs. Ich glaube, ja. Ich will, dass ihr wisst, dass das hier das beste Halloween aller Zeiten war. Ja, und hier wären wir nämlich sonst nicht reingekommen, wenn wir das Tor nicht aufgemacht hätten. Ja, alles klar? Super, schön. Habt ihr alle aufgepasst jetzt. Zack. Ich frag mich, wer wen verraten hat. All wie die Fledermaus oder umgekehrt. Wir verraten uns beide was. Die tiefsten Geheimnisse, während wir aus Porzellantassen trinken und Sandkuchen. Das ist Chuck. Das kennst du gar nicht. Du krankhafter Bauer. Schickes Wortspiel. Schach. Bauer. Ah. Tittikopf. Ah. Kennt wieder keiner hier auf YouTube, ja? Ah, okay, nicht schlimm. Wo war jetzt. Das ist da unten. Moment. Die drücke ich meine Gedanken nochmal klar aus. Ach so.
Nee, noch tiefer geht's nicht. Warum eigentlich nicht? Was war denn hier eigentlich? Hier war ich doch schon mal. Was ist das für ein großer grüner Knopf? Schade. Mit dem kann man leider nichts machen. Aber ich mag doch große grüne Knöpfe. Ich drück die gerne. Ach nein, es waren die großen roten Knöpfe, die ich gern drücke. Die großen grünen kenne ich eigentlich gar nicht. Okay, alles klar. Ah! Gerade so. Ich dachte, ich muss den Boden berühren. Mit so einem Cape kann man mal voll geil der Boden ist Lava spielen. Das wäre bestimmt super. Stell dir mal vor, du könntest mit deinem Cape gleiten und springst von Sofa zu Sofa. Ah, deine Eltern würden dich hassen. Was haben wir nur für ein merkwürdiges Kind? Gedütz. Ja. Was? Doch nicht. Hä? Was? Hm? Wo? Was? Wie? Hä? Nein, nicht da oben. Nicht da oben. Der ist viel zu weit oben. Der ist viel. Apropos oben. Wo sind eigentlich die letzten Serpents? Serpents? Wenn der Riddler was sagt, kann man ihn wenigstens ausblenden. Ah, okay, da gehen wir auf jeden Fall. Aber bei Scarecrow krieg ich eine Gänsehaut. So, wo ist denn jetzt hier die letzte. Ich flatter da die ganze Zeit rum und krieg's einfach nicht geschissen. Da. Ah, hier geht's rein. So, na bitte. Boah, du warst aber kompliziert, mein Kleiner. Du warst ganz schön kompliziert. Zack, erstmal ein bisschen abrambolen hier. Da hinten hat noch was rot geleuchtet, da will ich hin. Yeah. Oh. Bald Dai-Dai-Zeit, ja. Ah. Weit sind wir eigentlich vorangekommen? Sind noch irgendwelche Fragezeichen da? Nein! Nein! Geil, alle Fragezeichen weg. Sehr gut. Der Klaufbürst lässt sich nicht mit Riesenunkraut stoppen. Niemals. Auch wenn es unbesiegbar ist. Oh, guck da oben. Alles klar. Ich habe immer noch Gänsehaut, Jungs. Die Typen, die da unten stehen, werden gedeckt durch die Kanonen hier oben. Was ist los? Hast du Angst vor seiner Maske? Ist es Halloween schon vergessen? Das ist keine Maske. Das ist keine Maske. Was dieses Ding? Ist sein Gesicht. Ja, hat er sich selbst zugefügt. Die meisten Leute lassen sich operieren, damit sie schöner sind, ja. Nee, frag mal Pick. So, das ist Kanone. Voll guter Haufen, ey. Dass die Pick hier in die Runde gebracht haben, der hat im Knast bestimmt seinen absoluten Spaß. Der hat Harvey Dent, die olle Moosfresse. Der hat Firefly, das olle Hackgesicht. Der kriegt dann noch den Scarecrow. Den Typ müssen wir erden. Oder wir hauen ihn einfach. Scheiße! Oh Gott, da kommt das Outro! So, keine Zeit für Outros! Oh Gott! Zack, aufs Maul! Und den Medic dahin! War ich so platt? Nee? Zack! Zack! Komm her, du Sack! Betäubungsschlag und Rampen. Einmal wurde ich getroffen. Ja, irgendwer hat mir eine geknallt. Ich glaube, da konnte ich nicht rechtzeitig kontern. Irgendwas war da. Also wieder kein perfekter Fight. Schade. Schade. Gibt's ja eigentlich einen Schwierigkeitsgrad oder ist das einfach so? Ich glaube, hier gibt's gar keinen Schwierigkeitsgrad. Sonst würde ich immer ein bisschen höher drehen. Nee, da würde ich mich nur ärgern. Ich fühle mich schon ganz gut, so wie es ist. Guck mal, sich das. Bist du die Bose, Batman? Nicht wir. Jetzt bin ich. Wie? Ich habe doch gerade alles kaputt gemacht. Wieso kannst du dir so sicher sein, wenn ich alles kaputt mache? Du kannst dir doch nicht sicher sein, wenn ich alles kaputt mache. So. Ah, sehr schön. Wir haben hier hinten noch ein bisschen Zeugs, aber ich sag's ganz ehrlich: für viele Sachen braucht man hier das Auto, also eigentlich für alles. Auch hier zum Kaputtmachen und so, und da kommst du einfach nicht rein in das Gebiet. Das da ist die einzige Trophäe, die wir jetzt wirklich noch einsammeln könnten. Ja, halt, da wollte ich gar nicht raus. Die Bilder, die brauchen ewig. Hier weiß ich nicht, wie man rankommt, keine Ahnung, da geht's einfach nicht hin. In die anderen Gebäude will ich jetzt nicht rein, das ist doof. Und da fehlt uns Strom. Das heißt, wir können eigentlich nur noch die Hauptquest machen, es sei denn, ich flatter jetzt noch durch die Stadt und finde irgendwo... Gott, bin ich klein geworden. Und finde irgendwo den Azrael. Aber ist das passiert? Ne, warte halt, ein Serpent fliegt hier noch rum. Wenn ich mich auf diesen
Werbetafeln zwischen Riddler und Scarecrow entscheiden muss. Wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Nee, nee, der Stadtteil ist sauber. Der ist sauber, sonst würde es das ja anzeigen. Der ist komplett sauber. Geil, geil. Nehme ich den Stromausfall. Bevor ich mich jetzt hier verabschiede, will ich noch mal gucken, ob ich einen Serpent irgendwo sehe. Ich glaube, es ist... Die Drohnen sind alle weg und so. Das war's. Wir haben's. Der Riddler drauf hin. Als nächstes die Miliz kommt redet dauernd über die dieses Cloudburst-Ding. Vielleicht wird es Zeit, die Stadt zu verlassen. Saugeil. Saugeil. Wo bleiben jetzt die Helikopter? Eigentlich müssten doch jetzt die Polizeihelikopter langfliegen, jetzt wo die Luft sauber ist. Fire von Serpents. Serpents. Als ob Scarecrow genug Gas hätte, um die ganze Stadt zu vergiften. Die letzten Feuerwehrmänner fehlen uns noch. Zwei. Ich glaube, da wird uns auch wieder die Hauptquest weiterhelfen. Und ich will mal schauen, was die Prozente sagen. Wir hatten bei 69% angefangen, wir sind jetzt bei 70%. Achso, insgesamt haben wir knapp 7% gut gemacht. Das ist doch super. Wir sind bei 3/4 des Spiels. Wir haben knapp 7% mehr Riddler-Rätsel jetzt gelöst. 85 ist verdammt guter Schnitt. 84 Feuerwehrleute, das kann sich auch sehen lassen. 60% immerhin über die Hälfte von ihmchen hier. Eine Herausforderung hat er noch, sagt er. Sieht ja aus, als ob da noch zwei kommen. Das sieht gut aus. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Da haben wir alles voll, alles voll, alles voll, alles voll. Da müssen wir noch auf die Quest warten. Den könnte ich noch suchen gehen. Ich glaube, das mache ich jetzt offscreen. Ich werde jetzt offscreen noch rumflattern, ein paar Feuerwehrmänner und ihmchen hier suchen. Und ja, Riddler-Trophäen haben wir alle. Sehr geil. Abgesehen, wie einer Scarecrow's Gas eingeatmet hat. War echt übel. Ja, also in der Aufnahme, ich hätte es nicht gedacht, dass ich es, ich sag's ganz ehrlich, dass ich es durchhalte, die ganze Zeit den Scheiß einzusammeln. Puh, das war heftig, das war ein ganzer Satz, zumal ich irgendwie 2/3 von dem, was wir hier alles gemacht haben, nochmal machen durfte. Dieser Bluescreen. Böse Sache. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Ich habe ja auch die ganze Zeit meine CPU-Temperatur im Blick und die war zwar noch, bevor ich den alten Lüfter eingebaut hatte, hin und wieder über 100 Grad, aber ist jetzt maximal Wert, höchster, absolut höchster Wert ist 77 Grad. Und ich denke, das ist in Ordnung. Wenn ich hier nebenbei noch den Codec laufen lasse und das alles aufnehmen lasse hier und dann auch noch das Spiel, das ist ja auch ziemlich ruckelt. Ihr seht es ja, es hat ja auch ganz schön zu kämpfen, der PC. Also es ist in Ordnung, glaube ich. Vielleicht lag es auch tatsächlich am Codec, den habe ich jetzt nämlich geändert. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wirklich, es ist ja leider überhaupt nichts Storytechnisches passiert. Es gab keinen Inhalt. Ich bin wirklich nur rumgerannt und habe ein Spiel gespielt, was man so im Endeffekt auch pausenlos im Multiplayer spielen könnte. Renn durch in eine unendlich große Stadt und klopp unendlich viele von diesen Gegnern weg. Und jeden Monat kommt ein Patch raus, da kommt ein neuer Gegnertyp, mit dem du Spaß haben kannst. Da könntest du auch locker ein MMO draus machen oder sowas. Schön, dass ihr dabei wart, auch wenn ihr auf Story jetzt hier in diesem Fall verzichtet. Vielen lieben Dank für die Unterstützung, für die Likes, für die Kommentare. Ich weiß, es wird welche geben. Ich weiß, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ja, schön. Aber echt, wenn euch das nicht interessiert oder so, dann schaltet ruhig ab. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich zock das Spiel trotzdem. Und ich nehme das auf jeden Fall auf. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gibt's dann wirklich... Gibt's in der nächsten Folge schon die Hauptstory? Das kann ich nicht versprechen. Die nächste Folge wird auf jeden Fall eine neue Aufnahmesession und wie der Baume dann drauf sein wird, kann ich euch nicht sagen. Kann auch sein, dass der sagt, so, wir suchen jetzt noch die letzten Feuerwehrmänner. Einfach nur, weil da nicht dieses rote Kreuz davor ist, so wie hier. Das ist ja noch alles offen. Die Randalierer werden sich mit ihren Geiseln versteckt haben. Das hier ist auch noch nicht gesperrt. Die hier sind auch nicht gesperrt. Ah! 3/4 vom Spiel. Juti, dann auf Wiederschauen und reingehauen.